Jetzt wieder auf das Schwein achten. Es kommt. Hier anlocken. Und es verbrennt sich gerade. Ah, okay. Hier hört gerade jemand. Da hat jemand die Glocke geläutet. Es war ein anderer Spieler, der die Glocke geläutet hat. Also der auch bis da zum Glockenturm gekommen ist und gerade die nächsten Boss besiegt hat. Und ja, das ist fein. So, mit diesem Köderschädel kann man was anfangen. Darauf springt nämlich dieses Schwein auch drauf an. Und ich könnte das ausnutzen, dass dieses Schwein da reinläuft. So, da ich die Köderschädel nämlich sonst nirgendwo benutze, benutze ich die jetzt mal zum ersten Mal. Mal gucken, ob mir das was bringt. Ich habe damit noch nie was gemacht mit den Köderschädeln. Mal gucken, was daraus wird. So. Werfen wir mal. Na, ich hätte ein bisschen weiter werfen sollen. Aber ja, er brennt. Wer hat gerade geschossen? Naja, egal. Na, machen wir das Ganze nochmal. Ich darf dich da nicht runterfallen, Alter. Und brennst du nochmal? Komm, brenn nochmal. Scheiße. Ah, der. Okay, wo kommt der jetzt her? Da hab ich wohl irgendwo gesehen. Das Problem ist, der wird jetzt. Ja, der wird jetzt ganz langsam herkommen. Nicht so toll. Okay, Schwein. Nochmal. Brenne! Oh, fuck, ey. Ist er schon da? Ah, der hat mich gesehen. Okay, verstehe. Möchte irgendwie genau hinziehen, kann das sein? Oh, da ist er schon. Oh, gut, dass ich gerade noch einen Schild gezogen habe. Ich hatte nie gedacht, dass er jetzt. Alter. Dass er jetzt so einen Sprungangriff macht. Okay. Ich ziehe jetzt mal so mittig da drauf. Mal gucken, ob er dieser besser wirft. Alter, nee, es hat nichts gebracht. Okay, Köderschädel sind alle weg. Ah, doch. Er hat sie noch verbrannt. Ja. Das ist so ein Gegner, wenn man den besiegt, der kommt ja auch nie wieder. Das heißt, ich sollte mir Mühe geben, den Typen jetzt mal hier wegzutun. Komm her. Fein. Fein, komm her. Okay, weg. Das klingt so, als hätte sie es gerade verbrannt, oder? Ja, da hat sie es gerade wieder verbrannt. Ja, es macht halt wenig Schaden. Also, das ist aber die beste Möglichkeit, weil das Ding ist so gut gepanzert. Den kann man kaum schaden. Komm, greif mich an. Nein. Komm her. Komm her. Muss ein bisschen hierher kommen. Muss ein bisschen schon hierher kommen. Komm schon. Ich kann mal kurz raufhauen. Nur 9. Oh, 73. 100. 105. 137. 100. Ja, gleich ist er tot. Okay. Das war schon mal. Das war gut eben. Vielleicht töte ich es jetzt sogar so. Nein, das wäre nicht gut. Nicht gut. Aber es ist tot. Sehr gut. Wunderbar. Und was hinterlässt es? Ein Reiskeilerhelm. Ah, okay. Ist der besser als meiner? Von den Schwerten schon mal so gesehen, ja. Magieabwehr 5, Feuerabwehr ist schlechter. Blitzabwehr, da ich momentan sowieso nicht gegen Elementarkräfte ankämpfe, nehme ich die noch einfach mal. Jetzt sehe ich erstmal ein bisschen komisch aus, ich weiß das. Aber das ist es mir wert. Okay, gab es da oben nicht noch was? Ich gucke mal kurz nach, Leute. Nicht, dass ich was verpasse. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas. Dann halt nicht, oder? Vielleicht hier irgendwas drin. Oder seht ihr da oben, da guckt schon ein Schwert heraus. Das ist dann schon eine Verbesserung der Untoten. Die sind dann auch noch etwas besser. Und etwas schwieriger zu besiegen. Langsam werden dann nämlich dann auch die Kämpfe auch herausfordernd. Mit den normalen Gegnern. Die normalen, also die Zombies und so weiter, ja, das ging ja noch. Das war ja noch zu ertragen. Aber jetzt bald kommen dann schon die Gegner, wo man sagt, jetzt muss ich langsam mal ein bisschen aufpassen, was die Gegner machen. So. Übrigens, den Reiskeilerhelm kriegt man auch nicht immer. Oh, ich will den anderen schlagen, kacke. Genau, so, auf dich will ich hauen. Okay. Ich muss gleich mal gucken, wie ich gleich den Part beende. Wo ich den noch anfange. So, wo ist der Typ? Okay. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Okay, der kommt jetzt angelaufen. Ah, er hat mich nur gerade
seinem Blickfeld gehabt. Okay, wer greift mich zuerst an? Der. Okay, von mir aus. Wetten, er springt? Wetten, er springt? Naja, okay, springt nicht. Okay, dann halt nicht. Damit kann ich leben. Komm her. Okay. Oh, da ist noch einer! Alter! Hast du mich erschrocken? Vor allem so ein Schlag im Rücken, der kann sehr tödlich sein. Da muss man extrem aufpassen. Okay, komm her. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Und der Geheimschlüssel. Der Geheimschlüssel, wofür ist der nochmal? Geheimschlüssel. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich will gerade mal die Fässer kaputt machen. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch irgendwas noch ist. Ich dachte, die Sachen würden kaputt gehen, wenn man die anrollt. Na gut, dann halt eben nicht. Also den Reiskellerhelm kriegt man nicht immer. Das wird immer, den kriegt man random. Man weiß halt nicht, ob man den jedes Mal bekommt, wenn man halt zum Keiler killt. Es gibt noch einen zweiten. Ne, sogar noch einen dritten. Aber das war's dann an sich schon. Kann sein, dass man das niemals bekommt. So, da genau, wollte gerade sagen. Da gab's doch noch was. So, jetzt heißt es ein bisschen balancieren, balancieren und balancieren. Kommst du her? Eine Seele. Ja, Seelen gehen nie verschüttet, die kann man immer gebrauchen. So. Da kann man es auch machen. So. Und jetzt kommen langsam die Gegner, die gefährlich sind. Aufpassen. Nicht, dass hier rechts gleich jemand ankommt. Okay. Dann haben wir da schon mal den Nebel. Was wird hier gesagt? Ich halte es nicht. Ey, Leute. Das schreiben halt Leute, die halt das Spiel spielen, ne? Also nicht ich, sondern halt die anderen, die auch an der Stelle gerade gewesen sind, wollten gerade aber Nachricht hinterlassen. Und die versagen jetzt schon an der Stelle des Spiels. Die sind gerade noch ganz am Anfang des Spiels. Die versagen schon, ey. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Na gut. Sollen sie halt jeder machen, wie er will. So, jetzt heißt es aufpassen. Da oben war keiner, das weiß ich. Aber hier ist einer. Und jetzt versuche ich mal, wieder zu backstabben. Ganz langsam ran spürschen. Und dann backstabben. Hat nicht funktioniert mit dem Backstabben, ist aber in Ordnung. So, die haben jetzt ein spezielles Kampfmuster. Am besten immer warten, bis er dann zweimal geschlagen hat und dann zuhauen. Das kann ich so. Okay. Wenn er das macht, darf man nicht schlagen. Dann darf man nicht schlagen, weil sonst pariert er den Schlag und haut auch ganz böse aufs Maul. Okay. Bringt das was, wenn ich das dann so mache? Ja, es ist in Ordnung. Okay. Okay, ist er tot, oder? Nee, noch nicht ganz. Jetzt macht er das wieder. Ja, das sollte ich nicht angreifen, wie gesagt. Das muss ich abwarten. Und wenn man die Rüstung, die ganze komplette Rüstung von denen hat, dann ist das schon mal nicht schlecht. Dann ist das für den Anfang nicht schlecht. Das ist die erste schwere Rüstung, die man kriegen kann, soviel ich weiß. Oh, wir haben direkt schon mal den Helm von dem. Das ist doch mal nützlich. Und ein Ritterschild. So, da ist noch einer. Er hat mich zurück aber noch nicht gehört. Okay, dann gucke ich mir gleich mal den neuen Helm an. Der hat eine ganz gute Feuerabwehr, also der ist ganz gut gegen die Sachen, aber physisch ist er nicht so gut. Hat ein besseres Gewicht. So, Ritterschild. Den kann ich auf jeden Fall schon mal hier rechts rein tun. Oh ja. Der hat auf jeden Fall ganz gute Verteidigung. So. Wie sieht's mit der Haltung aus? Die ist genau gleich hoch. An sich ist aber besser, ne? Na gut, der hat ein bisschen mehr Robustheit. Aber ansonsten sind die nahezu gleich. Obwohl, stimmt gar nicht. Der hat eine bessere Feuerverteidigung, Blitzverteidigung. Da das aber, wie gesagt, noch nicht der Fall ist, dass ich das brauche, bleibe ich doch mal. Also, nehme ich doch mal den neuen Schild. Aber sieht doch ein bisschen schöner aus, ne? Sieht doch ein bisschen schöner aus. Okay. Wunderbar. Ja, wir kommen ganz gut voran. Wir haben jetzt 4600 Seelen. Das kann sich erstmal sehen lassen. Da kann ich gleich wieder ein bisschen aufsteigen. So, und jetzt hier links ist einer. Komm mal zu. Hau zu. Komm, hau zu. Komm, hau zu. Hau zu. Geht doch. Wunderbar. Oh, der hat was für mich. Er hat einen Speer für mich. Alter, ich werde ja momentan überschüttet mit Sachen hier. Das ist ja richtig schön. Okay, gucken wir mal uns den Speer an. Ich habe das halt nicht mehr ganz im Kopf. Okay, 80 ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten, boah, hat der ganz nette Werte, ne?
Aber ich lasse es so sein. Ich bald die Axt, weil ich bin mit der momentan etwas geübter. Und das ist schon ganz gut so. So, das heißt, aufpassen. Ne? Wurde auch hier gesagt, Achtung links. Aber nicht nur das. Also nicht nur da ist einer. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. So, wie gesagt, da ist einer. Und da ist halt auch einer. Und der ist schon ein bisschen gefährlicher. So, der greift mich jetzt an, so wie es aussieht. Na komm doch her. Ey, ich hab noch nie diesen Helm angehabt, glaube ich. Na gut, ich mach den erstmal. Komm her. Kacke, der andere kommt. Der andere kommt. Okay. Nein! Okay, ist halt immer scheiße, gegen zwei zu kämpfen. Ich heile mich. Okay. Ich muss die irgendwie beiden auseinanderbringen. Dass der jetzt einen Ansturm macht, ist eigentlich gerade nicht so schön. Ich kann ihn gerade ein bisschen triggern, dass er trotzdem zu Wort. Alles klar. Es ist jetzt nicht so einfach. Ich kann mal versuchen, in die reinzuspringen. Aber, nee, das wird sofort abgeblockt. Das ist nicht gut. Ja, komm her jetzt. Alter, ey, das ist jetzt richtig scheiße. Ich probier's trotzdem gerade mal. Ja, war doch ganz nützlich, tatsächlich. Okay, da ein Typ heilt sich gerade. Soll er von mir aus ruhig machen. Weil ich will erstmal nur diesen einen Typen killen. Oh, ich habe beide erwischt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, diese Sprungattacke ist quasi nach dem Fallsprung, also nach dem Fallangriff, die stärkste Attacke. Also, ne, also wenn man sich fallen lässt und dann schlägt. Also, die Attacke ist die stärkste Attacke danach. Okay. So. Jetzt bin ich überlegen, wo ich lieber lang gehe. Wenn ich jetzt gleich nach rechts gehe, komme ich zum neuen Leuchtfeuer und dann wäre ich erstmal safe. Aber ich möchte, glaube ich, noch ein bisschen Seelen sammeln, bevor ich da hingehe. Muss ich erstmal aufpassen. Irgendwo war hier nämlich noch einer, der mich gleich schnurstracks angreift. Der müsste, glaube ich, hier drin stehen. Ja. Komm mal her, du. Okay. Der macht mir ganz, ganz viel bösen Schaden für meine grüne Leiste. Aber er ist tot. Das ist gut. Kommt der nicht gleich direkt der nächste? Ich glaube, der kommt ja nicht sofort. Okay. Jetzt haben wir eine helle Bade. An sich ganz schick. Aber na gut. So. Jetzt machen wir erstmal diesen Typen da hinten lang. Oh, der sieht mich nicht. Vielleicht kann ich ihn backstabben. Ja. Wunderbar. So, und jetzt machen wir das. Jetzt machen wir nicht die Abkürzung. Das ist auch schon mal viel wert. Falls ich jetzt auf einmal sterben sollte. Jetzt haben wir einen Kellerschlüssel. Das ist auch gut. Dann könnten wir nämlich jetzt eigentlich, da wisst ihr noch, da gab es eine Tür beim Drachen. Also davor, vor der Brücke. Da kann man jetzt, glaube ich, runterlaufen. Glaube ich zumindest, wenn nämlich nicht jetzt alles irrt. So. Den schnappe ich mir noch da. Und dann den Typen links danach. Ihr seht schon da hinten, ganz da hinten an der Statue, da steht auch ein Typ. Der ist ein bisschen größer. Ich glaube, der ist ungefähr doppelt so groß wie ich. Der ist nicht so spaßig. Auf den sollte ich auf jeden Fall aufpassen. So. Den Typen kann man noch nicht so starten. Aber Achtung, da steht einer. Mhm, ganz böse, ganz, ganz böse Stelle. Und das war's. Okay. Oh nein! Nee. Komm du erstmal her, du. Okay. Dich habe ich getroffen. Und nochmal. Ah. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder meine Leiste auffüllen lassen. Scheiße. Könntest du mir so vor, weil der Schild eben davor noch besser für die Haltung. Weil irgendwie. Nach seinen Schlägen bin ich auf jeden Fall. Wir sind gefährlicher. Irgendwie, wie es mir scheint. Obwohl, es geht eigentlich. Oh, der lebt ja noch. Der wäre tot. So. Oh, was hat der? Oh, eine Ball der Rüstung. Oh, das ist sehr, sehr schön. Die gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
Auf jeden Fall ist die von den Werten schon mal wieder besser. Magieabwehr ist scheißegal, Blitzabwehr ist erstmal auch scheißegal. Gift ist mir auch erstmal egal. Bringt sogar noch eine bessere Balance. Dann zieht das Ding an. Ja, mittlerweile sehe ich auch ein bisschen dem Helm auch besser geeignet aus. So, jetzt kommst du dran, mein Freund. Ich muss ja nur auf diesen Typen ganz vorne achten, dass der mich nicht anstürmt. Und den habe ich eigentlich noch nicht vor zu bekämpfen. Du kürzt her. Sehr gut. Noch einmal. Was ist das denn für eine Attacke? Arschlochviech. Das war die Attacke, oder? Na, wie auch immer. Den habe ich jetzt aber auf jeden Fall gelegt. So. Den Typen werde ich auf jeden Fall nicht von dieser Seite aus angreifen, weil da oben ist ein Magier und der wird mich gleich beschießen. Ja, ja. Wie gut ich das Spiel bereits kenne. Ansonsten würde ich hier 1000 Tode sterben. Nämlich, das habe ich nämlich damals getan, als ich jetzt zum ersten Mal war. Das ist nämlich auch das Besondere an diesem Spiel, dass man Angst hat eigentlich vor jeder Ecke, wenn man das Spiel nicht kennt. Und, oh, ich werde schon beschossen. Das ist natürlich jetzt super fein. Ich laufe jetzt einfach hier schon mal ganz rüber. Und hau diesen Typen K.O. Ja. Wenn er mich den lässt. Komm her. Komm her. Alles klar. Ich hammer. Der nächste bitte. Kommen Sie bitte her. Danke. Und weg bist du mit zwei Schlägen ins Gesicht. So. Jetzt bist du dann. Oh, da gab's was zu plündern, aber erstmal Arm, Brust wegkloppen. So. So. Wieder ein Lendentuch. So. Und jetzt werde ich auf jeden Fall nicht diesen Typen machen, weil es ist mir noch zu gefährlich. Ich gehe erstmal hier runter. Und gehe dann zum nächsten Leuchtfeuer. Und da werde ich den Part beenden. Ich glaube, der ist eigentlich schon zu lang geworden. Mal wieder. Ich wollte das eigentlich immer so bei 25 bis 30 Minuten halten. Aber, ihr hört schon. Der ist ein Schmied. Oh ja. Und das ist sogar... Pass auf, Lügner. Was redet der für ein Scheiß? Naja. Ach so, doch, stimmt. Da kann einer bald... Da kann einer stehen, der lügt. Das stimmt. Und da haben wir das Leuchtfeuer. Ist das nicht wunderschön? Auf jeden Fall möchte ich erstmal wieder... Ja. Wieder Menschlichkeit verpassen. Was? Nee, das war gerade dämlich eigentlich. Das war gerade eigentlich dämlich. Weil die Menschlichkeit kann ich mir nur hier holen. Ich wollte das, dachte eigentlich, das würde ich dadurch machen. Das war jetzt total dämlich. Na gut, auf jeden Fall stamme ich mir das. So. Und werde es ausbauen. Entfachen. Damit ich nämlich auch immer hier auch 10 Essensflakons bekomme. So, wunderbar. Ein weiteres Mal kann ich es nicht, oder? Das geht noch nicht, oder? Genau. Okay. Super. Dann gucken wir uns im nächsten Part den neuen Schmied an. Ich bin jetzt wieder gefährdet für die ganzen netten Invasoren. Das ist natürlich jetzt wieder relativ unschick, weil ich ja eigentlich gleich schon zum nächsten Boss gehen möchte. Aber na gut. Leute, ja, das war's dann für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls mit mir, Level 4. Tschüss.